Man lebt in einer Matrix, man lebt in einer Illusion durch die Verunreinigungen, die hier eben entstanden sind. Hallo und willkommen zum Video Die Ethik des Yoga. Chaucha, Reinheit, innerhalb der Videoreihe Die Wahrheit über Yoga. Chaucha, Reinheit, ist die sechste von insgesamt 10 ethischen Forderungen im Yoga. In den vorhergehenden Videos hatten wir bereits 5 Ethiken untersucht, im Rahmen von Yama, der äußeren Disziplin. Nun kommen weitere 5 Ethiken in Form von Niyama, der inneren Disziplin. Diese Unterscheidung in Yama und Niyama soll hier keine allzu große Bedeutung haben. Chaucha ist die erste Ethik innerhalb der 5 Ethiken des Niyama, aber im Gesamten eben die 6. Ethik von 10 Ethiken im Yoga. Chaucha, Reinheit. Normalerweise im Yoga-System bezieht sich dies erstmal auf äußere Faktoren, auf den Körper. Der Körper soll rein gehalten werden durch entsprechende Behandlungen, durch Waschungen, Duschen. Die Rede soll rein sein durch Vermeidung einer groben Umgangssprache, einer groben Umgangsweise. Natürlich auch das Verhalten, das ganze Gebaren. Die Nahrungsaufnahme soll ebenfalls rein sein, das heißt, man vermeidet hier Exzesse, Alkohol, Fleisch auch, eine vegetarische oder vegane Lebensweise, ganz typisch in den Yoga-Wegen. All diese Dinge werden oft genannt im Zusammenhang mit Chaucha, Reinheit. In dieser Videoreihe jedoch geht es wirklich um den wesentlichen Yoga, um die Essenz des Yoga, wie sie auch im Yoga-Sutra des Patanjali dargelegt ist. Und dort bezieht sich Reinheit auf innere Phänomene. Eigentlich im Grunde könnte man hier Reinheit als Synonym nehmen für Psychohygiene. Wie die Reinheit hier jetzt ganz konkret zu verstehen ist, möchte ich anhand einer kleinen Skizze darstellen. Ich male zunächst erst einmal einen Menschen bzw. seinen Kopf nur. Hier das Gehirn. Wir haben hier also einen Menschen. Er nimmt die Außenwelt wahr. Nun male ich hier mal einen Baum hin. Äußere Dinge, einen Menschen. Dieser Mensch hat vielleicht einen kleinen Hund dabei. Die Sonne scheint. Eine friedliche Szenerie. Der Mensch ist friedlich, auch der Hund ist friedlich. Ich werde diesem Menschen mal ein kleines Lächeln verpassen, um das anzudeuten, auch der Sonne. Vielleicht fliegen auch ein paar Vögel. So, das ist ein Bild, welches sich diesem Menschen jetzt zeigt. Dieses Bild wird natürlich als Licht seinen Weg finden in die Wahrnehmung. Die Wahrnehmungsorgane, in dem Fall das Auge, leiten dieses Wahrgenommene in Form von elektrischen Impulsen zum Gehirn weiter. Natürlich auch alle anderen Wahrnehmungen. Es sind ja nicht nur visuelle Wahrnehmungen, es sind Geräusche, es sind Berührungen. Auch innere Prozesse werden hier als Wahrnehmungen betrachtet. Zum Beispiel die Gedanken, die man sich über diese Dinge macht. Aber dazu kommen wir jetzt. Diese Wahrnehmung gelangt also in die Sinnesorgane hinein und wird zum Gehirn geleitet. Jetzt wird sie hier verarbeitet und interpretiert. Und nun geschieht etwas. Wir haben hier das Wahrgenommene. Wir haben hier einen Wahrnehmer. Zwischen dem Wahrgenommenen und dem Wahrnehmer schiebt sich jetzt quasi etwas. Und dieses Etwas oder diese Dinge sind Verunreinigungen. Woher kommen diese Verunreinigungen? Das Wahrgenommene wird, wie bereits erwähnt,
als elektrische Impulse vom Gehirn verarbeitet. Aber dann wird es auch sofort interpretiert, auf bewusster Ebene, auf unbewusster Ebene. Es wird verglichen. Hier spielen Meinungen, Urteile, Überzeugungen, vergangene Erfahrungen eine große Rolle, um das darzustellen. Dieser Mensch sieht dieses Bild und den Hund. Ich werde jetzt ja ein alternatives Bild malen. Das ist das wirkliche Bild der sogenannten Realität. Was letztendlich die Realität ist, spielt hier überhaupt keine Rolle. Es ist das, was man jetzt erstmal als Realität bezeichnen kann. Jetzt wird aber eine Art zweite Realität, im Grunde eine Art Simulation geschaffen. Wir fangen mit dem Hund an. Dieser Mensch hatte schlechte Erlebnisse mit Hunden. Er wurde gebissen in der Vergangenheit, er hat Angst vor Hunden. Wann immer er einen Hund sieht, wird er nicht ein friedliches Tier sehen. In dem Fall ist es halt auch kein Kampfhund, es ist irgendein kleiner Hund. Um das jetzt anzudeuten, werde ich diesen Hund mal ein bisschen irgendwie bedrohlich oder eigenartig malen. Er wird halt ein bedrohliches Tier sehen. Der Mensch. Vielleicht hat dieser Mensch gewisse Eigenschaften, mit denen dieser Mensch auch in der Vergangenheit Probleme hatte. Vielleicht hat dieser Mensch ein Paradigma aufgebaut oder Vorurteile aufgebaut. Gerade jetzt im aktuellen Fall, es gibt Flüchtlinge, die nach Europa kommen, die nach Deutschland kommen. Vielleicht ist der Flüchtling hier irgendwo aus Syrien beispielsweise. Da denkt man natürlich durch eine jahrelange entsprechende mediale Beeinflussung gleich nur an Terror und Gewalt, Irak, Syrien, Afghanistan, all diese Länder haben natürlich auch eine reichhaltige Kultur, trotz all den Zerstörungen, aber es wird sehr einseitig hier dann letztendlich geurteilt, da ist man immer vorsichtig, das könnte ja sonst wer sein, der da kommt. Also auch dieser Mensch hier wird ganz anders wahrgenommen. Er wird als Bedrohung vielleicht wahrgenommen, potenziell. Ich werde jetzt mal so ein böses Gesicht malen. Jetzt sieht man hier Bäume, vielleicht ist das ja ein Pflaumenbaum, aber unser Mensch hier, den wir hier beispielhaft haben, der mag keine Pflaumen. Als Kind wurde er vielleicht gezwungen, Pflaumen zu essen und für den Rest seines Lebens hat er da quasi so eine negative Assoziation mit. Dann sieht er hier den Baum auch im Grunde wie eine Bedrohung oder jedenfalls als etwas Unangenehmes. Das werde ich hier mal so auch andeuten, indem ich den verzerrt male. Selbst die Sonne. Es könnte ja sein, dass hier ein Verwandter verstorben war in der Vergangenheit an Hautkrebs. Eigentlich die Sonne als absolute Notwendigkeit fürs Leben wird hier als Bedrohung wahrgenommen. Und aus dieser gesamten Szenerie jetzt, die eigentlich so aussieht, wird jetzt dieses Bild. Dies liegt dann daran, dass eben die Wahrnehmung erstmal in das Gehirn reinkommt und dann im Interpretationsmechanismus quasi durch verschiedene Filter geht. Das könnte man sich auch, diese Filter liegen natürlich im Gehirn. Die liegen nicht zwischen der wirklichen Wahrnehmung des Wahrgenommenen und des Sinnesorgans. Aber wenn man das mal etwas symbolisch darstellt, dann könnte man diese Filter hier mal nach außen nehmen und die hier vormalen. Verschiedene Filter. Das ist der Filter mit dem Hund, die Angst vor dem Hund, die Angst und die Vorurteile vor Menschen bestimmter Nationalität, die negative Assoziation mit dem Pflaumenbaum, die negative Assoziation der Sonne als Bedrohung, die sie ja eigentlich so absolut nicht ist, ganz im Gegenteil, auf kosmischer Ebene stellt gerade eben die Sonne die absolute Notwendigkeit für kohlenstoffbasiertes Leben dar. Das ist völlig klar. Wir kommen alle von den Sternen, die Sonne ist auch ein Stern, also eigentlich genau das Gegenteil, es ist keine Bedrohung. Nun geht diese Wahrnehmung eben durch diese Filter. Nicht in Wirklichkeit, das passiert im Gehirn, aber um das eben darzustellen. Dieser Mensch hat also eine gefilterte Wahrnehmung und aus dieser gefilterten Wahrnehmung entsteht eine alternative Realität. Dies ist die Originalrealität. Das ist hier, was man im Yoga quasi auch, oder auch im Buddhismus natürlich, als Maya bezeichnen könnte. In populärem Sinne wäre das eine Form von Matrix. Der Mensch lebt in seiner persönlichen Matrix. Wenn man den Begriff Matrix nimmt, natürlich mathematisch bezeichnet er viele andere Dinge, aber im populären Sinne bezeichnet Matrix quasi eine Realität, die im Grunde nur eine Simulation ist. Und das ist gar nicht dumm, das hier so zu sehen, denn dieses Resultat dieser verzerrten Wahrnehmung ersetzt quasi die Realität und ist somit eine Simulation geschaffen, in dem Fall durch den Wahrnehmenden. Die Matrix bezieht sich also nicht darauf, auf die letztendliche Frage oder entsprechende Theorien, was denn die Realität an sich ist. Ob sie selber nur eine Simulation darstellt oder nicht. Nur das mag ja sein oder nicht sein und das rauszufinden wäre wahrscheinlich unmöglich. Aber selbst wenn man es könnte,
Das ist hiermit jetzt nicht gemeint. Das ist jetzt kein Video, welches andeuten soll, dass hier noch irgendwas jetzt zu hinterfragen ist. Natürlich kann man das hinterfragen, aber darum bekümmern wir uns gar nicht. Schlimm genug quasi ist die Simulation, die ja eben der Einzelne schon erschafft. Jetzt kommen wir auf Schautscha, Reinheit. Diese Filter, die Konzepte, die Meinungen, Vorurteile, die durch vergangene Erfahrungen die Realität verzerren und sie umwandeln und dann als ja, simuliertes Bild, als simulierte Realität dann quasi erscheinen lassen. Diese verschiedenen Elemente liegen quasi hier, auch die Filter selber sind das quasi wie Teilchen zwischen dem Wahrnehmenden und der Wahrnehmung, also quasi Verschmutzungen. So kann man das ganz einfach sehen. Schautscha, die Reinheit, bezieht sich auf die Reinerhaltung der Beziehung zwischen Wahrnehmendem und Wahrgenommenem. In jedem Menschen ist die Kraft quasi wahrzunehmen. Der reine Beobachter, das reine Bewusstsein nimmt letztlich alles wahr. Nicht nur äußere Bilder, auch das, was im Körper vorgeht. Der Körper selber ist auch nur ein Element, welches wahrgenommen wird vom reinen Bewusstsein. Wir hatten in verschiedenen Videos den Menschen dargestellt als eine Ego-Struktur. Im Inneren dargestellt hier das Selbst. Und das Selbst ist umlagert von Elementen der Ego-Struktur. Diese Ego-Struktur ist die Individualität, die individuelle Persönlichkeit mit all ihren Elementen. Diese Elemente schaffen nun diese Filter, das ist das gleiche wie hier. Das reine Selbst ist der reine Beobachter und das Wahrgenommene ist jetzt ein anderes Element. Wenn hier zwischen diese Beziehung irgendetwas tritt, ist dies immer quasi eine Verunreinigung. Schautscha bezieht sich eben darauf, diese ja, existenzielle Verbindung und Beziehung reinzuhalten. Das geschieht alles auf einer geistigen Ebene, ne, womit ich wieder zurückfinde. An den Anfang dieses Videos, da hatte ich ja ausgeführt, dass eben Schautscha in Wirklichkeit im Yoga sich nicht so sehr auf die äußeren Aspekte bezieht. Die äußeren Aspekte von Reinheit, Reinerhaltung des Körpers, auch im Sinne gewisser Riten, auch im Sinne gewisser Übungen, der Kriyas, Reinigungsübungen im Yoga, all diese Dinge können natürlich unterstützend sein. Gerade wenn sie dann ja, in einer Routine sind. Ein Mensch, der sich körperlich wohlfühlt, bereitet natürlich eine Grundlage für geistiges Wohlsein. Aber in der Praxis zeigt sich ganz klar, dass gerade in den Industrienationen, da wird Reinheit eigentlich praktiziert, sogar in übertriebenster Weise. Beispielsweise die Körperpflege, die Menschen duschen sich jeden Tag vielleicht mehrmals, benutzen viele Körperpflegemittel, die im Grunde die Haut vollkommen irritieren und austrocknen. Als Gegenmaßnahme werden dann weitere Mittel gekauft. All diese Dinge sind natürlich ein großes Geschäft. Da geht es um Geld verdienen und nicht um Sinnhaftigkeit. In Wirklichkeit würde es ausreichen, jetzt als ganz konkretes Beispiel mal, sich lokal an den Stellen zu waschen, wo es wirklich notwendig ist, ob das nun der Intimbereich ist oder die Achseln. Das spielt überhaupt keine Rolle. Es ist nicht notwendig, den Körper jeden Tag so zu duschen. Ne? Der Säureschutzmantel der Haut, all diese Dinge sind ein sinniges System. Und da ist es nicht notwendig, dies so zu übertreiben, aber das wird getan. Heißt das, dass diese Menschen, die oftmals auch durchaus ja, wohlhabend sind, dass diese Menschen, die in ihren Häusern auch eine starke Reinheit haben, die sich gutes Essen, reines Essen leisten können, dass diese Menschen dann innerlich automatisch rein sind? Natürlich ist dem nicht so. Ne? Das kennt jeder aus der Erfahrung, dass hier gibt es keinen Zusammenhang. Es gibt Länder, in denen Reinheit eine große Rolle spielt, ne? Wo die hygienischen Bedingungen ganz anders sind, zum Beispiel auch in Indien. Da versucht man natürlich auch bei den Temperaturen eben eine Sauberkeit aufrechtzuerhalten. Das fällt uns hier etwas leichter. Diese Reinheit eben sollte man nicht in den körperlichen Bereich bringen, wenn es hier in der Interpretation des Yoga geht, die Interpretation dieser Reinheit im Rahmen des Yoga, sondern eben die Reinheit bezogen auf das, was hier ausgeführt wurde, die Reinheit bezogen auf das Verhältnis zwischen Wahrnehmenden und dem Wahrgenommenen. Wenn diese Reinheit fehlt, ist das Verhältnis getrübt, beschmutzt. Diese Schmutzteilchen sind eben die Brillen und Filter von vergangenen Erfahrungen. Sie wirken im Interpretationsmechanismus des Gehirns und verändern das, was man sieht in seiner existenziellen Wirklichkeit, verändern es zu einem Bild, zu einer Simulation, zu einer Matrix, zu Maya. Das ist die Folge von mangelnder Reinheit. Im Yoga natürlich wird hier angestrebt,
diese Reinheit eben aufrechtzuerhalten oder überhaupt erst herzustellen. Weil wenn diese Reinheit hergestellt ist, dann gibt es eben die Möglichkeit, dass dieses Selbst durch die Elemente der Ego-Struktur, die immer noch da sind, hindurchschaut und durch eventuelle Verunreinigungen, die auch immer da sein werden. Solange man ein Individuum ist, wird das alles unvermeidlich sein, ja, dass das wahre Selbst, das Wahrnehmende, hier direkt durchschauen kann zum Wahrgenommenen. Diese Verunreinigungen können zum Beispiel sein Urteile, Meinungen, Vorurteile. Nun heißt es nicht, dass man auf jeden Fall alle Vorurteile abbauen kann. Das ist auch gar nicht notwendig. Es reicht schon, um diese Mechanismen zu wissen, darum zu wissen, dass man diese Vorurteile hat. Was macht man dann mit diesen Vorurteilen? Nun, man braucht sich nicht bekümmern, dass man sie jetzt irgendwie abbaut, sich irgendwie geistig oder emotional verbiegt. Man wird diese Vorurteile als Vorurteile erkennen und sie eben quasi links liegen lassen. Man lässt sie dahin, wo sie hingehören, quasi in den Papierkorb wirft man sie und kann dann weitergehen, kann die Realität etwas besser so sehen, wie sie ist. Dazu muss man eben nicht völlig frei sein von solchen Gestaltungen, von Vorurteilen. Man wird auch immer Erinnerungen haben. Vielleicht wurde jemand wirklich von einem Hund gebissen, das mag ja sein, dann wird er vorsichtiger sein. Aber jede Situation ist neu und anders. Hier ist es dann ein harmloser Hund und anzunehmen, dass dieser harmlose Hund jetzt angreifen würde, wäre absurd eigentlich. Diese Person kann ja ihre Erinnerung nur mal haben, davon, dass sie angegriffen wurde, aber sie muss nicht diese neue Situation immer wieder vergleichen mit dem Erlebten vor vielen Jahren. Auf diese Weise verfälscht man komplett die Realität. Man lebt auch niemals im Hier und Jetzt. Diese Situation ist ein Fantasiekonstrukt aus vergangenen Erfahrungen. Diese Dinge passieren aber im Jetzt. Und diese Person versagt sich durch die Verunreinigung, durch mangelnde Reinheit, versagt sie sich eben die direkte Wahrnehmung des Jetzt im Augenblick, versagt sich auch die Möglichkeiten, die aus diesen Dingen dann entwachsen können. Und man sieht hier diese Menschen, man kann mit diesen Menschen in Kontakt kommen, man kann mit dieser Situation in Kontakt treten, im Grunde genommen, aber wird es dann nicht mehr tun, weil man da eben diese Verzerrungen hat. Man lebt in einer Matrix, man lebt in einer Illusion durch die Verunreinigung, die hier eben entstanden sind. Dies bezeichnet Shaucha, Reinheit. Damit sind wir am Ende dieses Videos. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche eine gute Zeit und viel Erfolg auf dem Weg.